Mike Badia ist tot. Der Komiker und Schauspieler ist im Alter von 52 Jahren gestorben, wie der US-Sender CNN berichtet. Dies habe der Manager des Verstorbenen bestätigt. Die Familie Badia habe erklärt, dass der Schauspieler am 1. Juni im Schlaf überraschend einen Herzinfarkt erlitten habe. Seiner Schwester Diane zufolge hatte der Verstorbene keine bekannten Herzprobleme. Er wird von allen, die ihn liebten, sehr vermisst werden, erklärte seine Familie demnach in einem Statement. Badia habe die Gabe besessen, anderen Menschen Lachen und Freude zu bringen. Die wohl bekannteste Rolle des Schauspielers war die des Dennis Markowski in Breaking Bad. Badia war zudem in mehreren Folgen als der Manager der Wäscherei Lavanderia Brillante zu sehen. Daneben hatte er unter anderem kleinere Auftritte in Serien wie CSI, Miami und It's Always Sunny in Philadelphia oder in Filmen wie Leg dich nicht mit Zohan an. Kollegen aus der Filmbranche zollten Badia Tribut. Ein verheerender Verlust eines großen Lebens. Mike Badia, du warst jedermanns Freund, schrieb Hollywood-Regisseurin und Freundin Warren Nashef auf Facebook. Und ich meine auch jedermann. Es gibt keine Person, der ich dich vorgestellt habe oder eine Kellnerin, die unsere Bestellung aufgenommen hat, die du nicht zum Lachen oder Nachdenken gebracht hast. Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Weges. Möge Mike Badia in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse mir bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal, damit dieser wachsen und dich automatisch und völlig kostenlos benachrichtigen kann, wenn uns wieder traurige Nachrichten und unerwartete Ereignisse erschüttern. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank und wünsche dir einen schönen Tag, viel Gesundheit und Glück auf all deinen Wegen.